schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Full-Face-Make-up auf Catrice. Wir starten direkt hier mit diesem coolen Primer. Die Produkte sind teilweise wieder von der Heidi gesponsert. Die findet ihr hier unten in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall mal rein in ihrem Shop, gerade wenn ihr so Limited Editions sucht, die ihr vielleicht nicht mehr kriegen konntet oder euch ein Produkt gut gefallen hat zum Beispiel. Heidi kauft sowas alles auf und ihr könnt es halt nachkaufen. Das ist total schön. Wie gesagt, Link ist in der Infobox. Schaut auf jeden Fall rein. Wir haben hier den Prime & Fine Nude Glow Primer. Finde ich, hört sich sehr, sehr interessant an. Wir machen das Ganze mal auf. Oh, und da ist sogar nochmal so ein extra Schutzfolien-Ding drauf. Und jetzt geben... Ah, der ist schon getönt. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen als Primer. Liquid Skin Illuminator Long Lasting mit Granatapfelöl. Okay, ich bin echt gespannt drauf, muss ich sagen. Ich reibe Primer immer ganz gern... Primer immer ganz gern mit der Hand ein. Der riecht wirklich ganz dezent, aber trotzdem irgendwie leckerer Duft. Ich würde sagen, so einen ganz kleinen Tacken färbt er die Haut, aber es ist wirklich minimal. Oder was sagt ihr? Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt hier. Fühlt sich auch nicht silikonig an, also ganz leicht. Könnte so eine Ölbasis sein, tatsächlich sogar mit drin. Auf jeden Fall sehr angenehmes Hautgefühl. Tatsächlich ist eins der nicht ersten, aber ziemlich weit vorne von den Inhaltsstoffen das Granatapfelöl. Finde ich sehr, sehr gut und es macht natürlich nicht so viel aus, wie wenn ihr einen Primer auf einer Silikonbasis nutzt, der euch die Poren halt zukleistert, aber er verfeinert trotzdem ganz leicht. Und ich finde doch, so diese Töne sieht man schon leicht. Als nächstes wollte ich mit euch diesen ganz neuen One Minute Face Perfector aufs Gesicht gehen. Da habe ich übrigens auch schon ein eigenes Video zu gemacht. Schaut da gerne rein, weil ich den echt gut finde. So sieht der aus, hat so eine mussige Konsistenz, ist aber nicht ganz so deckend wie ein Make-up, muss man einfach sagen. Und er ist auch relativ dunkel. Ich gehe da mit so einem Pinsel rein, einfach mit so einem Make-up-Pinsel und gebe mir das erstmal großflächig aufs Gesicht. So. Es ist halt wirklich wie dieses Mousse. Ich glaube, das gibt es von Essence oder so. Ihr seht jetzt, es sieht sehr braun aus, sehr orange, karottig, aber dadurch, dass es halt wirklich jetzt nicht so ein komplett deckendes Make-up ist und ich, wenn ich das gleich einblende, ja, verteilt sich das ganz gut und ist dann halt einfach wieder heller und passt besser zu meinem Hautton, muss man einfach mal so sagen. So. Es ist nicht besonders ergiebig, Leute, also das müsst ihr wissen, da ist wirklich nicht super viel Produkt drin, beziehungsweise braucht man relativ viel Produkt, um ein Ergebnis zu haben. Man kann es aber auch zum Beispiel gut mit in die Tagescreme reinmischen, habe ich gemerkt. Ich habe da einfach mal so ein bisschen rumprobiert. Das fand ich, hat auch echt ganz gut geklappt. Jetzt nehme ich hier meinen Beauty Blender und klopfe das Ganze wieder ein. Man muss sagen, nach dem Einblenden, die ist schon recht matt, die Foundation. Ihr könnt euch da gut so Drops oder so mit reinmischen, dass ihr einfach so ein bisschen was ein bisschen lebendigeres Ergebnis einfach habt in eurem Gesicht. Ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich gleich mit Highlighter arbeite. Und jetzt kommen wir zum heiligen Gral aller Beauty-Blogger. Und zwar ist das das Catrice Extreme Blur Loose Powder. Und das soll so toll sein. Also da haben ja wirklich alle drauf geschworen. Das soll einen unheimlichen Retusche-Effekt haben. Das heißt, die Fältchen mildern. Und ist ein mattierendes, loses Puder für ein mattes und ebenes Finish für alle Hauttypen geeignet. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Sieht auf jeden Fall schon mega edel aus in dieser Rose Gold Schrift mit dem Schwarz. Achso, jetzt habt ihr da nochmal extra so ein Blättchen mit drauf, das wir abziehen und dann gucken wir uns das Ganze nochmal. Oh ja, es fliegt schon. Es riecht erstmal nach nichts. Ich will jetzt eigentlich nur setten, ich will jetzt nicht unbedingt noch baken. Deswegen würde ich jetzt einfach mal mit so einem großen, fluffigen Pinsel da reingehen. Sieht so ein bisschen rosé aus, also ist schon ganz leicht eingefärbt, jetzt nicht so komplett matt. Und jetzt fange ich mal mit der Stirn an und gebe das drüber. Ist super weich, super fein, das Puder. Lässt sich auch gut auftragen und tatsächlich, krass, ich finde, man sieht die Falten nicht mehr, oder? Das ist bei euch mit dem Licht sowieso ein bisschen anders, aber das gefällt mir mega gut. Das macht nicht diese Trockenheit, was manche anderen Puder machen, die so komplett dann eure ganze Feuchtigkeit aus dem Gesicht aufsaugen, sondern das lässt es richtig schön so
hier so samtig, als wenn das Puder irgendwie so, es gibt doch von La Mer dieses Puder, was der so Feuchtigkeit in sich hat. So wirkt das auf mich richtig, richtig gut. Ich mache mal eben mein ganzes Gesicht fertig. Ich habe jetzt gezielt noch die Augen ausgespart und natürlich hier Stirn und Nase. Und da zeige ich euch jetzt meinen absoluten Lieblingsconcealer. Und zwar ist das The Liquid Camouflage von Catrice. Den finde ich sowas von super. Und ich merke, der geht auch gerade schon wieder dem Ende zu. Und da kaschiere ich wirklich alles, wo ich sehe. Ich habe Schatten unter meinen Augen. Gib das hier noch auf die Nasenpartie, einfach ein bisschen aufzuhellen. Über die Lippen und das Kinn. Das eingearbeitet und jetzt möchte ich das halt wirklich baken mit dem Puder. Und da bin ich mal gespannt, ob das jetzt Fältchen macht oder nicht. Gib mir hier einfach so ein bisschen was in den Deckel mit rein. Tupf das mit so einem kleinen Beautyblender auf und presse das hier unter mein Auge. Okay, es wird auf jeden Fall mega schnell eingesogen. Also es ist jetzt gar nicht so, dass man da so eine riesen Schicht drauf hat. Ich habe das Puder jetzt kurz setzen lassen. Unter den Augen seht ihr schon so leicht Trockenheitsfältchen, aber es ist nicht so extrem wie mit anderen Pudern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fege das Ganze jetzt einmal weg mit so einem großen Puderpinsel und dann gucken wir uns das mal an. Es hält leicht auf jeden Fall, das finde ich schon, aber die Trockenheitsfältchen sind leider trotzdem da. Ich habe mir so gewünscht, dass sie irgendwie nicht da sind. Wir gucken uns das gleich mit dem Fixing Spray auf jeden Fall nochmal an. Als nächstes haben wir hier den Catrice for Powder Pinsel. Der sieht ganz cool aus, weil der hat nämlich zwei Seiten, einmal eine helle und eine dunkle. Dann wollte ich den mit einem Blush anwenden. Das ist so ein, ja, wie nennt sich das? Ein Contour Blush, habe ich noch nie gehört. Also wahrscheinlich kann man mit diesem Blush konturieren. Ich weiß auch nicht, warum der gerade nicht fokussiert hier. Was ist denn los? Vielleicht stört ihn das. Ah, ne, jetzt geht's. Ich dachte vielleicht hier dieses Reflektierende. Okay, so sieht's aus. Wir probieren das mal. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappen kann hier für Blush, weil es doch ein sehr fester Pinsel ist. Ich gehe erstmal hier in dieses Helle, in den hellen Ton rein und gucke mir das an. Das scheint mir eher so ein Highlighter-Ton zu sein. Jetzt mische ich das Ganze mal, die ganzen beiden Farben, weil der andere schon sehr dunkel ist. Wobei der auf dem aufgetragen nicht besonders dunkel wirkt. Können wir doch noch ein bisschen mehr reingehen. Habe ich jetzt gedacht, das wäre extremer. Finde ich aber gut so, weil Blush ist immer gefährlich, wenn man das zu schnell zu viel Farbe auf dem Gesicht hat, finde ich. Kann sich doch sehen lassen. Also das Blush finde ich echt ganz nett. Finde ich auch schön mit diesem leichten Schimmer, wenn man das so ein bisschen mixt. Aber man kann es halt auch ohne Schimmer anwenden. Der Pinsel ist für meinen Geschmack ein bisschen zu fest gebunden, muss ich sagen. Der ist mir wirklich... Ich weiß nicht, wofür man... Vielleicht... Benutze ich den jetzt zum Konturieren. Ich guck mal, ich werde ihn jetzt mal ein bisschen ausstreifen. Denn ich habe hier so eine Contouring-Palette, wobei mir der Ton etwas orange erscheint. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den zum Konturieren nehmen können oder ob wir vielleicht eher bronzen. Aber ich gehe jetzt mal mit dem Pinsel da rein, klopfe das ab, erstmal gucken, wie die Farbe so ist. Und wir versuchen jetzt mal, die Kontur hinzubekommen. Ja, wie ihr seht, ist schon ein sehr rötlicher Ton, also eher was zum Bronzen. Ich mache jetzt dennoch die andere Seite noch weiter damit, dass wir so eine leichte Kontur haben. Ich gehe jetzt mit so einem fluffigen Pinsel von mir einfach rein, als wäre es ein Bronzer und ja, wärme mein Gesicht so ein bisschen auf damit. Dafür finde ich die Farbe echt total schön, aber zum Konturieren ist sie mir nicht aschig genug. Ist auch ein echt leichter Bronzer, also ist gar nicht jetzt so heftig pigmentiert. Finde ich, wie gesagt, auch für die Base finde ich alles gut, was nicht besonders pigmentiert ist, weil es einfach so schnell ist, dass man irgendwie zu viel hat, dass man direkt alles wieder abnehmen muss. Und so kann man lieber schön aufbauen und läuft da nicht Gefahr, dass alles direkt schief geht. Gerade wenn man noch nicht so geübt ist, ist es sowieso besser, irgendwie was zu wählen, was aufbaubar ist und nicht zu heftig pigmentiert. So, das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Hier könnte noch ein bisschen was hin. Jetzt haben wir natürlich auch noch einen hellen Ton drin.
Und der wird hier hinten drauf verwendet, um die Augenpartie aufzuhellen und hier oben so die Schläfen. Und das machen wir doch direkt auch mal, habe ich mir gedacht. Dazu nehme ich ein bisschen kleineren Pinsel. Der hat auch so ein ganz leichtes Schimmerpigment. Das werdet ihr wahrscheinlich jetzt nicht sehen, aber das reflektiert natürlich auch immer ganz gut das Licht. Gerade wenn man so ein bisschen Fältchen hat schon. Ja, ganz leicht sieht man es. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Also ansonsten hat es so ein bisschen Bananapowder-Effekt, also auch gut gegen Schatten, wenn ihr Schatten unter den Augen habt. Ich hält damit auch noch ein bisschen hier unten meine Stirn auf, die Nasenpartie und alles, was später gehighlightet werden soll. Für die Augen habe ich zwei Produkte. Einmal muss ich euch meinen heiligen Gral zeigen. Und zwar wisst ihr, das sind meine absoluten Lieblingsaugenbrauenstifte. Und zwar ist das der Slimmatic Precise von Catrisen. Den habe ich in zwei Farben. Einmal ein bisschen aschiger, einmal ein bisschen rötlicher für vorne und hinten. Aber ich habe auch was ganz Spannendes von der Heidi bekommen. Und zwar ist es ein Matte & Glow Brow in einer Palette. Guckt euch das mal an. Das habe ich noch nie gesehen, dass in einer Palette ein schimmerndes Brauen da drin ist. Das finde ich halt auch super spannend. Deswegen überlege ich jetzt gerade, was ich euch zeige. Wir machen das so, dass wir mit dem hier die Augenbrauen Härchen vereinzelt nachziehen und hiermit machen wir diese Roop Dip Brow. Und da ist auch wieder so ein kleines Pinselchen mit dabei. Finde ich bei Paletten unnötig. Bei solchen Brauengeschichten finde ich es gut, weil man es halt doch öfter auch mal so mitnimmt und dann ist es halt schon immer ganz praktisch, da immer noch mal was beizuhaben, auch an den Stiften. So, ich habe jetzt hier dieses Augenbrauenwachs genommen und gebe mir das jetzt mal hier drauf. Die Farbe stimmt, die Farbe ist super, passt für mich. Ist eher eine leichte Pomade. Ja, ist eine Pomade, glaube ich, ne? Den Wachs steht drauf. Ich kenne gar nicht den Unterschied. Kennt ihr den Unterschied zwischen Wachs und Pomade? Ist, glaube ich, eher so ein bisschen um die Farbe, um die Haare in Form zu bringen, gar nicht so um dieses krasse draufgemalte zu haben, so ein Wachs, vermute ich jetzt einfach mal. Und bürst jetzt mit der anderen Seite wieder durch, deswegen sage ich ja, es ist sehr praktisch, finde ich. So, und jetzt schnappen wir uns hier das Puder und ich muss unbedingt dieses Glitzerpuder ausprobieren. Ey, das sieht so cool aus. Mega. Und da gehe ich jetzt erstmal rein und nehme es für meinen Außenwinkel. Wow, das schimmert krass. Heftig, das ist wie so ein schimmernder Eyeshadow. Also das ist nichts Alltägliches, würde ich sagen, aber das ist mal was anderes einfach. Wow, das finde ich richtig cool. Also ich mache damit jetzt echt bewusst nur meine Augenaußenseite und die Innenseite, da nehme ich dieses helle Puder für und sette damit so ein bisschen hier dieses Wachs. Krass. Ton finde ich sehr stimmig auf jeden Fall. Hier vorne bürste ich mir das so ein bisschen aus, dass es hier diesen Dip-Effekt hat. Und die Haare halten auch sehr gut. Wie ihr wisst, habe ich ja sehr störrische Augenbrauenhaare. Und jetzt nehmen wir hier unseren Brow Pencil. Der ist so dünn, Leute. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt erkennen könnt. Der ist einfach so wahnsinnig dünn. Seht ihr die Spitze? Das ist echt heftig. Der bricht auch super schnell ab, weil der einfach so dünn ist. Aber ihr könnt damit echt so einzelne Härchen zeichnen. Das ist richtig cool. Guckt mal. Das ist echt der Hammer. Ich liebe diesen Stift für den Alltag, wenn ich arbeiten bin, wenn ich halt nicht so heftige Brauen haben möchte. Ist der einfach echt unverzichtbar. Ja, mit dem Eyeshadow konnte ich mich jetzt irgendwie schlecht entscheiden, weil ich habe halt so ein paar Paletten zugeschickt bekommen. Die seht ihr aber alle noch im Heidi Haul, den ich euch hier oben verlinke, falls er schon online sein sollte. Ansonsten habe ich hier, das fand ich jetzt irgendwie mit am spannendsten, das auszuprobieren, das heißt, es ist eine Eye and Lip Powder Palette. Habe ich so noch nie gehört, aber die Farben sind einfach der Hammer. Okay, hier ist noch so eine Schutzfolie drin. Guckt euch das mal bitte an, wie schön die einfach sind. Wow, die sind mega schön. Und alles schimmert natürlich, ne? Also das wird schon ein bisschen spannend gleich, aber ich glaube, da bekommen wir einen schönen Look draus hin. Und ich verwende jetzt als erstes meinen Primer, der ist jetzt nicht mit da drin. Ich benutze hier meinen großen, fluffigen Blendepinsel von MAC und gehe in dieses Rosé. Das gefällt mir sehr gut. Und gebe das hier komplett einmal über mein ganz bewegliches Lid zum Setten. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig mit dem
Schimmerton, aber die schimmern so wunderschön. Oh mein Gott, also ich habe selten so schönen Schimmer gesehen. Richtig, richtig toll. So. Als nächstes gehe ich hier in diesen dunklen Ton. So ein, ja, eine Art Aubergine und gebe den hier auf meinen Außenwinkel vom Lid. Boah, die sind wunderschön. Oh mein Gott, wer Schimmer mag, wird sie lieben, ehrlich. Also die sind sowas von, aber richtig feinschimmerig. Also nicht dieser Glitterschimmer, sondern wirklich so ein toller, feiner Schimmer. Ich nehme mal eben ein... Oh, ups, ne, Kampf mit dem Spiegel. Einen anderen Blendepinsel, um das Ganze so ein bisschen sauber zu verblenden. So. Und gehe jetzt in diesen, was ist das, ein Silberschimmer, würde ich fast sagen. Gehe da aber mit der Hand rein, dass der so ganz intensiv wird, hier für das, dass ich wie so ein Halo-Eye im Prinzip habe. Wow, sieht mega aus. Jetzt gehe ich mit einem kleinen Blendenpinsel nochmal in diesen dunklen Ton und verblende das so ein bisschen rein in dieses Silbrige und intensiviere das Ganze nochmal. Das gefällt mir mega gut. Ich habe es jetzt noch ein bisschen verblendet. Laura. Ich habe es noch ein bisschen verblendet hier. Oh, da fällt mir die Augenbraue runter. Ist natürlich ein bisschen schwieriger mit Shimmer-Shades, aber kein Problem. Jetzt nehme ich nochmal diesen dunklen Ton und gehe hier auch unters Lid, weil das ist halt schon eher so ein starkes Make-up geworden. Da finde ich immer ganz schön, wenn man hier unterm Auge auch noch so ein bisschen das Ganze so aussmoked. Und gehe dann vorne wieder in diesen Rosé-Ton und blende das Ganze hier ein bisschen ein. Und jetzt möchte ich für ganz vorne möchte ich so einen Inner Corner Highlight nehmen. Dafür nehme ich einen kleineren Pinsel und gehe in diesen Ton, den wir halt noch nicht benutzt haben, hier diesen Champagner-Ton und setze mir den hier vorne rein. Oh ja, der ist sehr schön. Guck mal, wow. Mega schön. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn da lasse oder ob ich ihn noch ein bisschen weiter unter das Auge gebe und hier reinblende. Ich glaube, das sieht auch ganz schön aus. Okay, Fallout sein Vater, ne? Aber das ist halt normal bei Schimmer-Shades. Ich wische das jetzt einfach so ein bisschen ab. Durch das Schimmern hat man schon so einen leichten Schimmereffekt halt unter den Augen. Wobei dadurch, dass es halt ein echt feiner Schimmer ist, stört es mich nicht. Jetzt habe ich so einen mega coolen Dazzliner von Catrice. Ist der nicht schön? Der ist so in so einem, ja, so ganz, ganz leichtes Rosé. Den schüttel ich einmal kurz vorher und dann gebe ich mir den hier aufs Augenlid. Ich hoffe, der kommt jetzt auch zur Geltung. Okay, der ist sehr subtil jetzt bei dem Augen-Make-up. Kommt, glaube ich, besser zur Geltung, wenn man irgendwie was ohne Schimmer schon geschminkt hat. Weil so ist es einfach nur eine Intensivierung vom Schimmer. Der Applikator gefällt mir nicht so, der ist sehr hart. Das ist jetzt eher nicht so mein Ding, damit kann ich echt schlecht auftragen. Ich gebe das jetzt nochmal in einer zweiten Schicht drüber, dann, also er lässt sich auch aufbauen. Jetzt sieht man ihn doch jetzt schon ein bisschen eher, glaube ich. Ich hoffe, ihr auch. Jetzt gefällt mir das Ganze echt gut. Jetzt habe ich den Rock Couture, da habe ich auch schon echt viel drüber gehört. So sieht der aus. Der könnte echt spektakulär werden. Meist sind die in diesen krassen Packagings ja irgendwie immer bombastisch. Also ich komme auch wirklich besser klar mit so dicken Bürsten. Ist relativ dick, ist allerdings eine Gummibürste. Da schauen wir direkt mal. Ich tusche ja immer von oben einmal. Oh ja, er ist gut, er ist echt gut. Krass. Wow, der ist echt mega gut und der definiert, also der ist nicht so ein Zusammenklebe, Fliegenbeinchen, mach Wimpern. Okay, scheiße. Okay, das war echt pieksig, aber wir machen weiter. Wow, der gefällt mir richtig gut, Leute. Der macht einen super schönen Schwung, der hält den Schwung, der definiert, also... Mega. Ich glaube, ich mache noch nicht mal zwei Lashes heute drauf. Mal sehen. Jetzt habe ich hier noch so einen Brow Lifter und Highlighter. Das finde ich für die Augen mega gut. Den Brow Lifter. Ne, das war der Highlighter. So, der Brow Lifter ist so ein, oh, ja, so ein Rosé-Ton. Den gebe ich mir jetzt hier unter die Augenbraue drunter.
Finde ich mal ganz nett, dass der ohne Schimmer ist. Und man kann tatsächlich direkt die Augenbraue damit ausschneiden, wer das gerne macht, oft mit Concealer oder so. Mache ich nicht so gerne. Ich verblende das Ganze jetzt noch so ein bisschen, dann habt ihr direkt so einen, ja, so einen gehobenen Effekt im Prinzip durch dieses Helle. Mega, der gefällt mir sehr gut, ist voll präzise. Und der Highlighter ist jetzt wofür? Ach so, für das Inner Corner, da haben wir ja jetzt schon was anderes reingesetzt. Und jetzt brauchen wir natürlich noch Highlighter fürs Gesicht und einen mega geilen Lippenstift, den ich gerade hier rausgesucht habe. Ich überlege gerade, was ich nehme. Ich habe hier so ein, ja, der sieht eigentlich mega spannend aus, wie so ein Bouncy, ja, so ein Gel-Highlighter. Die Frage ist halt, wie der sich mit dem Puder verträgt, ne? Da müssen wir mal checken. Also der sieht richtig geil aus auf jeden Fall. Mega schimmerig und den nehmen wir jetzt auch einfach. Ich dippe da einmal so rein. Und gebe mir den auf meine Highlighter-Stellen. Der ist schon sehr schimmerig. Oh, der ist krass. Ich hoffe, das klappt mit dem Puder, wie ich mir das so vorgestellt habe. Und jetzt verblende ich den auch wieder mit meinem Beauty Blender. Ob das so funktioniert, das werden wir gleich erfahren. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir brauchen einen Pinsel dafür. Dann nehme ich jetzt nochmal den Foundation-Pinsel für. Ah, der ist echt extrem glimmerig. Obwohl, jetzt mit dem Pinsel geht's. Einigermaßen mit dem Beauty-Blender hat er sich irgendwie nicht wirklich verteilen lassen. Okay, das ist mir eindeutig zu... Also ich mag ja Glitzer, ne Leute, aber das ist mir zu glitzerig für einen normalen Highlighter. Das sind alles nur so Schimmerpartikel. Also der gefällt mir echt nicht ganz so gut, aber zum Glück hat die Liebe halt ja vorgesorgt und hat mir hier so eine Palette mit eingepackt. Und da ist ein Highlighter drin, der ein bisschen was dezenter ist. Und ihr hört, es hagelt hier, oh mein Gott, ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Und den benutze ich jetzt einfach mal. Filter in the Box heißt der. Und der gefällt mir auf jeden Fall schon wesentlich besser, hat aber trotzdem einen super Wumms hinter. Highlighter sitzt, gefällt mir wesentlich besser und das war so witzig. Heidi und ich sind ja bei Instagram, wer mir noch nicht da folgt, auch da heiße ich Tasty Tasty, schaut gerne rein, freue ich mich. Ja, Heidi hatte mir so ein, ja, die hatte so eine Werbung gemacht von Lippenstiften, die sie verkaufen. Ich immer so, boah, ist der geil, die Farbe ist so geil. Und Heidi schreibt mir, sie hatten mir den einfach schon eingepackt gehabt, weil sie wusste, der könnte mir gefallen. Und zwar ist der von Catrice natürlich. wie nennt er sich denn? Prisma Chrome Lipstick 040 Blue and Berries. Und jetzt haltet euch fest und guckt euch diese geile Farbe bitte an. Was ist das bitte für ein krasses Lila? Und dann so richtig chromatisch. Jetzt habe ich dazu natürlich keinen passenden Lip Liner. Ich habe jetzt mal was Ähnliches von Sleek hier rausgesucht, den ich jetzt mal eben drauf gebe. Ich habe mich doch umentschieden. Und zwar habe ich jetzt einfach einen LOV Eye Pencil genommen, weil ich sonst nichts in dieser Farbe gefunden habe. Der von Sleek war deutlich zu warm für diesen Ton. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Wow, ich bin so gespannt. Boah, der sieht so perfekt aus. Wow. Ich hasse es ja, Lippenstifte anzufangen, wenn die noch so schön aussehen. Oh, okay. Krass, ich habe gedacht, der wäre dunkler. Ich habe gedacht, der wäre viel dunkler. Also die Farbe ist geil, ne? Also mega holo, aber ich habe echt gedacht, das wäre so... Der kommt doch ganz anders raus, als der hier drin ist. Hammer, aber richtig cooler Chrom-Effekt. Wer mich kennt, weiß, dass ich im Moment gerne Ombre-Lips trage. Deswegen nehme ich diesen Eye-Pencil nochmal und gehe an die Außenseiten. Und blende mir das hier so rein. In der Mitte benutze ich hier noch dieses... Ich glaube, ich nehme diesen rosé-hellen Ton. Und setze mir den hier auf die Lippe in die Mitte. Schon habt ihr Ombre-Lips gezaubert. Ich habe mich früher mal gefragt, wie funktioniert das? Und es ist so leicht einfach nur. Ja, mein Fazit, also wir sind ja eigentlich durch. Ich finde den Look echt schön, muss ich sagen. Ein richtiger Ausgeh-Look oder was sagt ihr? Wie gefällt es euch? Ich mache aber so ein bisschen extra Looks, das wisst ihr. Also nie so 0815 ist eher nicht so meins. Mache ich gern für den Alltag, aber so, ich finde für eure Videos muss ich euch was bieten und da muss mal ein bisschen was anderes her als... was wir sonst so sehen überall. Wir reviewen nochmal ganz kurz die ganzen Produkte. Primer fand ich mega klasse. Finde ich super, dass der auf so einer Ölbasis einfach stattfindet. Und ja, dann hatten wir, und im Jahr,
Ne, Leute? Den Face Perfector, auch den finde ich super. Wie gesagt, nicht besonders ergiebig, aber auf jeden Fall ein klasse Produkt. Auch so für den Alltag. Ansonsten hatten wir das Puder, auch das fand ich super. Aber unter den Augen zum Baken funktioniert es bei mir nicht so ganz. Vielleicht habe ich auch schon zu viele Falten, wer weiß das schon, ne? Wir sind ja alle Ü30 hier, oder nicht? Nein, glaube ich nicht. Dann hatten wir den Concealer, absolutes Lieblingsprodukt von mir. Kann ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen, den Liquid Camouflage. Ist allerdings auch wieder ein bisschen austrocknend, weil ihr viel Pigment drin habt. Ne? Das müsst ihr immer wissen, wenn ihr viel relativ, ja, das heißt vielfältig, aber wenn ihr schon zu Fältchen neigt, dann ist trocken ja natürlich immer nicht so geil, ne? Aber ich mag ihn halt trotzdem super gerne. Dann haben wir den Gel-Highlighter, der gefiel mir leider gar nicht, weil es eher so Schimmerpartikel sind, eher so ein richtiger Glitzer-Highlighter. Das ist eher nicht so für mich. Fände ich vielleicht ganz cool so als Topper für so einen Lippen- oder Augenlook, aber als Highlighter jetzt nicht so geil. Die fand ich mega, die Palette. Die finde ich richtig geil, die Farben. Oh, holt euch die, ehrlich. Die ist toll. Eye & Lip Powder Palette in Dazzle Bomb C01 heißt die. Heidi wird die sicherlich da haben, die ist richtig schön. Den Highlighter wiederum fand ich sehr gut. Die anderen Puder habe ich jetzt nicht ausprobiert, weil ich das eine Puder ausprobiert habe. Super, super klasse fand ich den Mascara, diesen Rock Couture. Der macht so einen schönen Augenaufschwung. Ich meine, ihr kennt mich in meinen Videos. Ich trage eigentlich fast immer Fake Lashes, aber ich finde, hierbei braucht man es einfach nicht. Ich finde ihn richtig, richtig gut. Dann ein absolutes Lieblingsprodukt von mir, dieser Slimliner für die Augenbrauen. Da haben wir hier diese feinen Härchen nachgezeichnet. Der gefällt mir mega gut immer. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Finde ich auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Die Augenbrauen sehen recht natürlich aus, nicht zu gewachst. Und ja, okay, dieses Schimmernde hat eigentlich auch ziemlich nachgelassen. Also es ist so ein ganz leichter reflektierender Schimmer. Beim Auftrag sieht es mehr aus, als es eigentlich ist, muss ich sagen. Das Contour-Set ist für mich kein Contour-Set, das ist eher so ein Bronzing-Set, muss ich sagen. Als Bronzer funktioniert es aber sehr gut, wie ihr seht. Also richtig schöne Farbe, nicht zu krass pigmentiert. Das Blush fand ich echt nett. Ist halt ein bisschen was dunkler, wer das mag. Ich bin ja eher so der pinkige Typ, aber auf jeden Fall so ein bisschen subtiler. Auch gerade wenn man, ja, ich sag mal, schon ein bisschen älter wird, ist natürlich auch so eine Farbe einfach immer viel, viel vorteilhafter als so ein knalliges Pink, muss man sagen. Den Liner fand ich allgemein von der Farbe sehr schön, nur die Spitze gefiel mir leider gar nicht. Die ist ziemlich hart im Auftrag, also es ist wirklich so ein bisschen, ja, fast schon plastikmäßig. Es ist zwar biegsam, aber es ist sehr, sehr hart auf jeden Fall. Wer empfindlich an den Augen ist, weiß ich nicht so genau. Man muss es halt auch aufbauen. Und was hatten wir noch? Wir hatten den Pinsel. Der war jetzt auch nicht so mein Fall. Ich bin ja echt ein Pinselliebhaber. Ich liebe Pinsel. Aber der war mir einfach zu fest gebunden. Ich mag lieber sowas, ja, sowas Weiches hier, sowas Fluffiges. Ist einfach mein Geschmack. Vielleicht mag der eine oder andere auch lieber mit festen Pinseln arbeiten. Aber ich habe doch noch meinen Lippenstift gehabt. Wo ist er denn hin? Ja, wo bist du denn? Da ist er doch. Und zwar diesen hier und den fand ich auf jeden Fall mega. Wobei man sagen muss, dass die Farbe anders rausgekommen ist, als sie hier zu sehen ist. Sie wirkt wesentlich dunkler und ist eigentlich eher was heller und richtig Richtung lila. Ah, ich liebe ja Lippenstift, auch ein Fan, ne? Aber ansonsten richtig cooler Chrom-Effekt, gefiel mir auf jeden Fall sehr gut. Ich gucke gerade hier, ob ich noch was liegen habe, aber ich glaube, ich habe alles verwendet. Alle weiteren Produkte, das sind noch eine Menge, sind ja auf jeden Fall im nächsten Haul mit drin. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Schöne Beauty-Shots bekommt ihr diesmal auf Instagram. Wie gesagt, folgt mir da auch. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Schaut bei Heidi rein. Ich verlinke euch hier zwei neue Videos, ein Abo-Knöpfchen. Ich sage tschüss und bis dahin. Eure Laura.